Am stehenden Hubschrauber die Gefahr besteht, dass man in den Heckruder reinkommt. Und das ist halt beim Hubschrauber, wie gesagt, die größte Gefahr. Und deswegen hier die EC-135, Eurocopter EC-135, heißt ja gar nicht mehr. Jetzt heißt die Airbus-Helikopter, Eurocopter gibt es ja nicht mehr. So, und hier bei der Rota Live 2017 zum ersten Mal in der Luft, Superscale 800. Scaleflying.de mit ihrer EC-135. Ja, das charakteristische Fenestron-Pfeifen hören wir jetzt auch. Die Drehzahl von dem Heckrotor oder von dem Fenestron ist halt höher wie beim normalen Heckrotor. Normaler Heckrotor bei unserem modernen Schrauber hier dreht sich 4.000 Umdrehungen irgendwo und der Fenestron hier drin wird, ich schätze jetzt einfach mal 9 bis 10.000 Umdrehungen. Das ist auch im Original so. Man hört die EC-135, alles was Fenestron hat, hört man eigentlich blind, weil die Dinger pfeifen. Weil die Drehzahl höher ist. Irgendwer hat zu der Elektronik, die hier eingebaut ist, in Form von Sauerstoff, Servos, Alleinmotor, Leki-Regler, Nein-Cookies Plus, HD. Die Beleuchtung ist hier von Unilight und MCOTEC Aurora. Von diesem wurde die Tiefverbauung in Form von GPS, Temperaturüberwachung der Akkus. Und es ist auch eine Yeti, ein Yeti BEC, verbraucht der Yeti mal. Die Betenflugschule, ist sie schon da? Die Betenflugschule ist als nächstes dran mit ihrem Flugslot. Wo ist die Besenflugschule? Da kommt er! Da kommt er ja! Er kümmelt! Schön, da hört man jemand auf mich, ganz anders wie zu Hause. Das glaube ich deiner Frau. Das brauchst du ihr nicht zu sagen. Die wird wahrscheinlich jetzt von ungefähr 10 Leuten angerufen und wird gesagt bekommen, Sabine, dein Mann ist wieder frech. Das heißt, also, ungefähr 3 Minuten klingelt mein Handy und ich krieg dann so einen verbalen Verweis. Ne? So, und hier schwebt sie ein.